Willkommen zu Unterwegs in Dessau 25. Heute zeige ich euch die Hauptpost in Dessau. Erbaut wurde das Gebäude 1899. Fertiggestellt wurde es 1901. In der Kavalierstraße in Dessau. Der Architekt war Ernst Hake. Die Bauweise ist ein Postamt oder ein Postgebäude. Die Höhe beträgt 45 Meter. 1945 war das Gebäude stark beschädigt. Jetzt zeige ich euch noch ein Bild von der Hauptpost, wie sie früher aussah. 1951 wurde sie wieder aufgebaut. Mit einem verkürzteren Turm, wie ihr das seht. Ja. 1993 bis 1995 wurde sie nochmals saniert. Und wie ihr seht, sind da auch Verzierungen an dem Haupteingang, über dem Haupteingang und Figuren aus Stein an dem Turm. Und jeder Dessauer kennt natürlich die Hauptpost. Ich wollte sie euch nur noch mal ein bisschen näher bringen, ein bisschen geschichtlich auch näher bringen. Und dann verabschiede ich mich schon wieder und wünsche euch noch einen wunderschönen Sonntag. Tschüssi!